Jeder von uns kennt es. Man hat einen Flug vor sich, der 4 Stunden geht. 4 Stunden hat man einen Sitznachbar, den man zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal sieht. Und was ich auch schade finde, oft sitze ich im Flieger, du wechselst kein Wort mit deinem Nebenmann. Und jedes Mal denkt man sich, boah, war der Flug langweilig. Doch dieses Mal dachte ich mir, mein Sitznachbar ist echt nett und hat eine interessante Story. Du hast einen größeren Schaden als ich. Somit habe ich ihn gefragt, ob er Bock hat, was zu essen, während wir beide auf den nächsten Flug warten. Und Patrick sagte, wenn also die Finanz stimmt. Viel Spaß bei der ersten Mukbang-Folge aus Katar, Doha. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Qatar. Wir sind 4,5 Stunden hierher geflogen. Es war ein harter Flug. Schlafen konnte ich nicht. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir so in Qatar machen. Bye bye. Damn, das ist warm, eh? Das ist auf jeden Fall Patrick. Es ist 40 Grad. Ich bin im Hoodie und langer Hose. Auch das erste Mal in Qatar. Wir befinden uns auf jeden Fall auf dem Weg nach Singapur. Ich hatte gesagt, ja, nächstes Video ist aus Asien, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ja, nächstes Video wird in Asien sein. Ist jetzt nicht so. Der Bus ist da, Ladies and Gentlemen. Mivon, Mivon. Ich war noch nie bei so einer Temperatur so warm angezogen. Oh. Der Bus hat auf jeden Fall Klima. Jetzt Klima. Ja, ja, ja. Qatar! Da wartet der erste Scheich auf mich. Steht da irgendwo mein Name oder nicht? Alles in arabischer Schrift, Ladies and Gentlemen. So, Ladies and Gentlemen, bevor wir uns beide erstmal ein Bierchen holen und was zu essen, schauen wir uns jetzt erstmal um, ob was mit unseren Flügen ist. Der gute Herr hat auch eine interessante Reise vor sich. Das erklären wir euch gleich, Das finde ich sehr interessant, by the way. Echt cool. Wir haben einen kurzen Security-Check gehabt und jetzt schauen wir mal, wo es hier lang geht. Du fliegst nach Neuseeland, gell? Nach Neuseeland geht's, ja. Das ist ja mal ein großer Flughafen hier. Was ist das? Ein Teddy unter einer Lampe? Qatar. So sehen die Soldaten hier aus. Ah ja, hier. Ah, steht noch nicht dran. 2.05 Uhr ist das späteste. Da müssen wir 40 Minuten warten. Dann wird er schon irgendwann dran stehen. Hier haben wir einen Louis Vuitton Store, der sehr, sehr krass aussieht. Boah, der sieht cool aus, der Store, Alter. Der sieht richtig nice aus. Also mein Flug steht auf jeden Fall noch nicht dran. Ich fliege erst in ein paar Stunden, aber wir kriegen das schon hin. Sein Flug steht bis jetzt schon dran. Kann man sagen, ne? Ist ein bisschen unfair, der fliegt eine Stunde vor mir. Also wir haben, ja, hast du Glück, ja. Aber du fliegst auch 4 Stunden länger, vergiss es nicht. Somit, ich komme an und du hast noch die Hälfte deines, du hast noch 3 Stunden vor dir. Er fliegt 8 Stunden. 16 Stunden. Wo ist die Toilette aber jetzt hier? Die Frage. Sir, Toilet, do you know where the toilet is? This way? Ah, thank you. 2000. Du musst mal diese Story kurz für die Zuschauer raushauen. Was du jetzt in Neuseeland machst. Ich mache ein Work-and-Travel-Visum und habe vor, einen Camper zu kaufen. Und dann mal schauen. Im ersten Monat werde ich mir das Land anschauen. Dann werde ich, wo es mir gefällt, Arbeit suchen. Wenn also, die Finanz stimmt, kann ich bleiben. So einfach ist es? So einfach ist es. Das heißt, du hast jetzt erstmal 6 Monate ein Visum, holst den Camper da drüben und willst auch in dem Camper richtig pennen, schlafen, leben. Hab ich vor. Aber dann auch in der Stadt irgendwann bleiben, den Camper wieder abgeben oder erstmal campen? Lass alles auf mich zukommen. Das ist, ey, du hast echt meinen Respekt dafür. Muss ich ehrlich sagen, da hast du meinen Respekt für. Du bist eigentlich woher, aus welcher Stadt? Keine Stadt, kleine Ortschaft im Seewinkel in Österreich. Wie viele Einwohner? Über 10.000? Na, geh. Nicht mal? 1.800. Also von 1.800 bist du einfach jetzt auf dem Weg in die große Welt. Also Leute, dann könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ein Hashtag Patrick will ich da auf jeden Fall sehen. Und dass ihr ihm Daumen drückt, dass alles so aufgeht, wie es sein muss. Ich habe da jetzt so den ganzen Flug drüber nachgedacht, als du mir das erzählt hast. Habe ich mir echt so ein bisschen gedacht, boah, das ist schon heavy. Wie wenn man jetzt im offenen Meer rausgeworfen wird. Die Richtung. Oder hier gibt's safe einen Food Court. Okay, Food Court or something? Yeah. Where? Just go straight. You see, there is a shop, that one. Also da lang müssen wir ja irgendwann auf der linken Seite kommen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das Englisch ist ein bisschen komisch von denen. Aber die können alle Englisch. Kuchuchi. Du musst dir eigentlich einen YouTube-Kanal machen, wo du einfach festhältst, was du den ganzen Tag so treibst und wie erfolgreich die Mission ist. Der große Redner bin ich halt nicht. Muss nicht viel reden, du musst nur zeigen. Wir haben Brioche Dough. Schauen wir uns mal um. Ah, hier sind wir wieder beim Teddybär. Okay, check, check, check. KFC ist natürlich auch geil, muss ich ehrlich sagen. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das hier sein muss. Ich würde eigentlich gerne irgendwas Cooles von hier so. Vielleicht gibt es hier einen geilen Burger, den es bei uns nicht gibt. Jetzt habe ich eine wichtige Frage. Bist du eher Team McDonald's oder Burger King? Eindeutig Burger King. Eindeutig. Mein Mann! Ich bin absolut Team Burger King, Leute. Alle, die Team McDonald's sind, ist nur Nostalgie bei euch. Wegen den Chili Cheese Nuggets. Und der extra long Chili Cheese ist einfach so lecker. Okay. Ein paar Sekunden. Food Court Nummer 2, Ladies and Gentlemen, wir haben doch was. Costa Coffee kenne ich, habe mal in Ägypten gelebt. Italian Kitchen, Terracotta. Oh, da gibt's aber auch einen Burger, den ich vielleicht essen will. Giraffe Burger gibt's. Ist auf jeden Fall auf dem Bild direkt ein Chicken Burger zu sehen. Classic Cheeseburger. Ich kenne diese Währung hier gar nicht. Was sind denn?
Was sind denn 54? Ich weiß nicht mal, wie das Geld hier heißt. Ist auf jeden Fall eine große Auswahl. Ich sag so, es ist Classic, Rodeo, Cali, Mexican, Breakfast Burger, der Ultimate Veggie Burger, bisschen Pommes. Ich habe einfach gerade rausgefunden, dass 4 katarische Euros, nenne ich jetzt mal, 1 Euro ergeben. Der Burger kostet 20 Euro. Jahrelang geraucht, muss schon sein. Ja? Was du an Geld weggeraucht hast, egal, aber du hast jetzt aufgehört zu rauchen. Yes, we're ready. I think the day of And orange chicken. I take the classic cheeseburger. Is it possible to make like the meat like a little bit medium? Yeah. Is it possible? Yeah. Very good, I like it. Ich hab's jetzt kapiert. Weißt du, warum der Burger teurer ist? Der kommt mit Pommes. Ich hab die Lösung. Am Haas Giraffe Burger. Auf jeden Fall, ich bin hier. Da fliege ich hin und Lukas kommt von da nach da. Er fliegt 2,5 Stunden, ich fliege nochmal 8,5 von hier. Ich überlege schon, ob ich so zurückreise. Über? Indonesien, Thailand wird am Weg liegen, Indien wäre eine geile Station noch. Mein Freund, du wirst nicht mehr zurückreisen. Du kümmerst dich jetzt erstmal darum, dass du da bleibst. Die Endstation wird sein Südafrika. Südafrika? Mhm. Geil. Wo genau Südafrika, weißt du schon? In Gerben hat ein Freund von mir ein Haus gekauft. Du hast gute Freunde. Du hast gute Freunde. Ich glaube, die kleinste Cola, die ich je bekommen habe, für 20 Euro. Orangensaft passt. Ja, ein bisschen Vitamine sammeln, aber ein alkoholfreies Bier ist auch was Gesundes. Bier ist ein Arzt-Wassermann im Sommer, ne? Wir sagen nur, 5 Bier ist auch ein Schnitzel. Boah, wir sind ja direkt neben Iran. Irak war ich auch schon. Bagdad auch schon. Ja, Bagdad. Wie war das? Boah, eine crazy Erfahrung, bin ich ehrlich. Also, ja. Sehr schöne Erfahrung, super geiles Essen. Es ist trotzdem Bagdad, darf man nicht vergessen. Ja, wie auch immer, politisch und sowas habe ich nichts mit zu tun. Wir sind einfach nur rüber, haben Essen gezeigt und sowas. Also die Leute sind herzlich. Wir saßen in so einem Café da, zu einem älteren Herr, besser Englisch geredet als ich. Und ich kann sehr gut Englisch, würde ich sagen. Die Leute sind gebildet dort, freundlich. Das Einzige, was halt so einschüchtern ist, wir sind in der Früh irgendwann raus. Du siehst nur Militär, überall. Okay. Also mehr Militär als normale Menschen und deutlich mehr. Ich habe keine Fotos mehr am Handy, aber das war schon eines der krassesten Sachen, die ich je gesehen habe. In Syrien waren wir auch. Mhm. Damaskus. Wann? Aleppo. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ja, ist gar nicht so lange her. War auch eine crazy Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe noch nie so viel Zerstörung in dem Land gesehen. Aber Essen war wieder überragend. Die Leute super nett. Was wir so in den letzten 2 Jahren gesehen haben, war schon, ich bin schon sehr dankbar für alles. So sieht auf jeden Fall das Restaurant aus, Ladies and Gentlemen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Medium. Thank you. Medium, nice. Thank you. Thank you. Eieieiei. Hier haben wir den Classic Cheeseburger. So, der Mann hat sich einen ganz wilden Burger bestellt, Rodeo. Bacon haben wir drauf, Zwiebelringe, Fleisch, Käse, was ist das alles? Verdammt nice aus. Ja? Ich hab's mir nicht gemerkt alles, aber es wird schon gut sein. Isst du dein Burger mit Besteck? Nee, ich weiß noch nicht. Ich weißt du eigentlich, dass ich das eigentlich gar nicht leiden kann, vom Essen über fotografiert zu werden? Echt? So ist es, wenn man mit Randy unterwegs ist. Ja, unglaublich mit dir. Also, lass dir schmecken. Lass dir auch schmecken. Ist ja gut? Mhm. Ja? Das ist ja gar kein Beef, aber mit der Tarn. Du hast Chicken. Ja, Chicken. Das Brot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sehr brotig, aber... Mhm. Ist mir auch komplett egal, wie gut er ist. Der tut gerade so gut, gell? Ist ja Traum. Mm. Mm. Der Burger könnte noch 3-mal schlechter sein, es wäre mir komplett egal. Was hat die Familie dazu gesagt? Ja, die Großeltern waren weinerlich. Ja. Die Mutter auch zum Schluss. Also das halbe Jahr bleibst du mindestens, oder? Habe ich vor. Reiseversicherung ist auf 2 Jahre gebucht. So lange habe ich viel. Wie viele Tage bist du jetzt im Hostel? Ich habe mal 5 Tage gebucht. Ich habe so gebucht, dass ich über den Sonntag bleibe, weil da auch ein großer Automarkt ist. Und kennst du dich auch aus mit Autos? Überhaupt nicht. Du kennst dich gar nicht aus? Überhaupt nicht. Also du willst jetzt einen Camper kaufen und wenn der kaputt ist? Ich will es nur mal ansehen. Und ich sag dir ehrlich, ich habe schon viel Schmarrn in meinem Leben gemacht, aber das will ich mir nicht brauchen. Ich habe eher ein bisschen Schiss gehabt, oder? Du brauchst gar keinen Schiss haben. Wenn es jetzt nicht du, mach ich es nie wieder. Ja. So sieht's aus, genau so. Man muss einfach mal machen, gell? Also darauf scheißen, was andere sagen. Ich hab's ja selber nicht glauben können, bis ich nicht im Flieger gesessen bin. Ich sag, echt? Also heute war da ein Moment, wo du dir dachtest, kacke, oder so. Oh, scheiße, es geht los, ne? Die haben hier einfach Röstzwiebeln in den Burger rein, wie random. Die ist echt witzig, dass man den Sitzplatz nehmen und gekommen. Zwei Verrückte. Ja. Mein Freundeskreis in Wien, die sagen immer, ich habe Schaden. Weil ich habe viel Energie, ich laber viel, mir ist immer Lust. Aber ich sag dir eins.
du hast einen größeren Schaden als ich. Vor Ort, hast du jemanden, den du kennst oder sowas? Persönlich nicht, aber ich habe ein paar Kontakte. Okay. Warst du schon mal dort? Na. Nein! Na. Hä? Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich versuche gerade so in meinem Kopf. Kennst du es, wenn jemand was erzählt, was du nicht verstehen kannst, versuch es ein bisschen zu verstehen. Du warst noch nie dort, aber du weißt, was dich da erwartet, auch nicht. Hübsche Frauen, sicher. Hübsche Frauen gibt's da. Ich sag so, wie es ist. Unter uns, wenn es nicht klappt, mit Arbeit, suchst du dir eine hübsche Frau, deren Eltern reich sind? Wenn es so einfach wäre. Spätestens, wenn ich komme. Du warst noch nie dort, einfach ein Visum geholt, alleine rüber, Camper. Du kennst dich aber nicht aus mit Autos. Wird schon gehen. Ja, es wird eh gehen. Ich habe direkt Sport auf das, nicht? 10 Jahre. Nein, ja, Jahre. Ich kann es nicht genau sagen, oder? Er hat mich jetzt nicht umgehauen. Der Burger wäre jetzt für mich so eine 6,8 von 10. Aber kennst du das? Der hat seinen Zweck erfüllt. Mhm. Harry Potter. Ah. Das ist mein Camera Setup. Ich kenne viele. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Bier, ne? Jo, wir haben eh nicht allzu viel schon Zeit. Ich hab nicht. Na, machen wir gleich. Mhm. Was gibst du dem Burger 1 bis 10? Ich würde sagen, er ist 6,5. 6,5? 6,5. Ich hab vorher, glaube ich, 6,7 gesagt. So. Ist jetzt nicht der Burger gewesen, aber... Ihr seht den Teller. Spricht für sich. Der Mann isst die Pommes nicht auf. Weil ich eigentlich gar keinen Hunger gehabt habe. Echt nicht? Ich hab immer Hunger. Boss, can we pay? Ich mach schon. Ah, you don't accept? Yeah. Okay. Sorry. Okay. Ah, you don't accept hier Tipps? Why? Du hast recht, ist ein Euro billiger. Okay. Gracias. Also ich sag mal so, wenn ihr hier am Flughafen seid oder in Doha, diesen Giraffe Burger könnt ihr euch sparen. Burger King Burger wäre der schlauere Call gewesen, sag ich so wie es ist. Aber wir haben was ausprobiert, was Neues. C38, Auckland. Da fliegt der Mann hin nach Auckland, ladies and gentlemen. Der Mann hat gerade English lessons, by the way. Draft beer or bottled beer? What kind of draft beer do you have? We have got all of them. The Stella, Garden. Ah, I take whole garden. How much is a full pint? A full pint is 65 reals and it's 500 a day. I take half a liter, yeah. Oh, I take half a liter. Draft schmeckt ein bisschen voller, finde ich. Bin mit Schwächerter aufgewachsen. Schwächerter. Damn! Is that the smallest one? Huh? Is that the smallest one? Yes. Yeah. Damn, this is a full pint. Is this half a liter? No, it's a liter. I get drunk. Bigger. Hä? Yeah, it looks a lot bigger. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe große Hände. Das Ding ist riesig. Schau mal das bitte. Ich glaube, wir teilen uns das. Halt mal dein Glas daneben, bitte. So, wer ist jetzt hier mit Bier aufgewachsen? Du oder ich? Zum Wohl. Auf deine Reise, auf viel Erfolg. Soll ich das Ding überhaupt trinken, Alter? Ich liebe das Bier aber. Ich glaube, das ist aus Belgien, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das belgisches, ja? Weiß ich nicht. Ich stehe gerade auf der Leitung. Stehe ich öfter. Ja? Dafür bin ich bekannt, auf der Leitung zu stehen. Die Leute sagen immer, Randy, du bist dumm, aber nee, ich stehe immer nur durchgehend auf der Leitung. Bin ich dumm. Ich werde mit dem Mann in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, dass man noch das ein oder andere Bierchen in Neuseeland trinken kann. Neuseeland haben es gute Weine. Da sollte man fast einen Wein trinken. Ich bin Weinliebhaber. Seit 2 Jahren trinke ich professionell Wein. Ich komme aus einer Weinbaufamilie. Ne? Echt? Ja. Hast du schon mal vom... Boah, ich habe jetzt gerade den Namen. Wir waren aber vor kurzem waren wir in Wiesbaden. Beim Ralf Frenzel. Das war der jüngste Weinsommelier Deutschlands. Der Mann hat uns die besten Rieslinge gezeigt. Da kommt auch noch ein dickes Video, das schicke ich dir. Da waren wir 3 Tage unterwegs. Lass mich nicht lügen, ich glaube, wir haben, das kann ich nicht im Internet sagen, wie viele Flaschen, aber so, ich glaube, so Flaschen gefunden oder so. Alles erklärt, da ging es nicht um, wir besaufen uns, sondern der hat uns wirklich auch ein bisschen erklärt, weil wir das schon auch ein bisschen ernster nehmen. Ich will mich auskennen mit Wein, ich finde, das hat was. Aber gegen gutes Bier sage ich auch nichts. Was ich aber oft mache, ist, bevor ich ein Bier trinke oder so, ein Wasser trinke, dann ist man nicht so gierig beim Bier trinken. Oder 2 Bier einfach, aufs Wasser. Patrick mit CK? Ja, genau. Zu mir ist es Barzi. Barzi? Wir haben noch 10 Minuten Zeit, dann muss der Herr zum Flieger. Ja, sicher nicht. So, Burger, Bier. Erfolgreich. Ich werde den Herrn jetzt noch ans Gate bringen, damit er auch sicher ankommt in Neuseeland. Nicht, dass er hier noch Ausreden findet. Ich habe es nicht geschafft, Randy. Sorry, ich bin wieder wie heißt das? Apollo? Apetlon. Victoria's Secret? Falls du deine zukünftige Ex findest.
So wie es das Schicksal wollte. 2:40 Uhr, Singapur. C31. C31, ich bin fast dein Nachbar. Wir können beide in die Richtung gehen. The man them too inconsiderate, 5-star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick, but she wanna get... Für alle Leute, die es nicht wissen, diese Fahrer kann man in Anspruch nehmen, egal wann. Man muss sie einfach nur fragen. Viele Leute denken, dass die immer gebucht sind oder so. Das ist nicht der Fall. Mal der Moment auf jeden Fall, dass ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Abonnieren kostet nichts, Leute. Macht mal bitte ein Abo hier rein für alle Leute, die hier schon zuschauen, fleißig. Ich habe den Mann gerade gefragt, ob es weit ist vom Flughafen in die Stadt. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du hast dich einfach gar nicht informiert, oder? Taxi wird schon hinfinden. Wenn ich mit Lukas unterwegs bin, ja, dann sag ich, ja, und der kümmert sich immer, der bucht ein geiles Hotel in der Stadt, so eine richtig perfekt, dass wir es einfach haben, ja. Sag ich immer, boah, haben wir Glück gehabt, da regt er sich immer übelst auf. Das ist ein schöner M2. Was für eine Automarke feierst du? Ja, ich bin nicht so der große... Ich auch nicht, also. Aber wenn du jetzt ein Auto haben könntest, for free, mit Tankkarte. Ein VW-Bus T1. Bäh. Und was ich auch schade finde, oft sitze ich im Flieger, kennst du es, und du wechselst kein Wort mit deinem Nebenmann so. Ich finde sowas immer komisch. Ja, und dann sitzt du da so verkrampft rum. Gerne mal sagen, ich habe jetzt nicht so viele Mitarbeiter hier gefilmt, aber ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie die. Die sind ein bisschen dunkler, aber, oder? Ich könnte auch hier. Von hier sein. So. Ich kann dir nicht sagen, wenn meine Haare ein bisschen länger sind, habe ich auch so Schneckerl auf die Reaktion. So Schneckerl? Du nennst die Haare Schneckerl? Schneckerl. Schneckerl ist der Spitzname für einen berühmten Fußballspieler von Prohaska. Ne? Prohaska, Kuss geht raus. So, Ladies and Gentlemen, der Moment ist gekommen. Der Mann, Zone 3, der verlässt mich. Party, mein Bester, lass dich drücken. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Mich auch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, pass auf dich auf. Und wenn ich komme, Anspruch ist, dass ich meine Traumfrau da drin bin. Das ist der Anspruch. Und ein gutes Bier. Dann bin ich glücklich. Das wär, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Das Bier wird schwer, oder? Das Bier wird schwer. Okay. 12 Sekunden später. Ich bin ein bisschen traurig. War 4 Stunden, 4,5 Stunden neben dem Mann im Flieger gesessen. Ich habe Leute, die kenne ich ein paar Jahre mehr, die vermisse ich weniger. Der Mann, also wirklich ein herzensguter Mensch. Diese 6 Stunden, wo ich jetzt mit dem Mann unterwegs war, sind so schnell vergangen. Ich weiß gerade gar nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwie froh, dass ich das jetzt mitgefilmt habe. Ich hoffe, das war ein bisschen eine Inspiration für euch, dass ihr einfach mal mit einfach ein bisschen weltoffener werdet. Ich weiß nicht, wie ihr da draußen seid, ob ihr weltoffen seid oder nicht. Ich bin es auf jeden Fall, denke ich zumindest. Der nennt einfach meine Haare Schnecker. Oder Schnecke. Schneckerl. Danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abo, falls ihr noch nicht gemacht habt, könnt ihr machen. Crazy. Kuss geht raus. Danke für alles. Zu late. Es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Jetzt merke ich gerade wieder, der Job, den ich ausübe, ist ein absoluter Segen, will ich nur mal sagen. Ein absoluter Segen. Crazy. Wir sehen uns.